Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einer weiteren Fahrzeugvorstellung für einen Tier 8 Premium Medium Panzer in der deutschen Linie, auch wenn das hier ein M48A2 Räumpanzer ist. Das ist ein deutsches Fahrzeug, ein deutsches Premium Fahrzeug. Natürlich sind die Panzerbauer Amerikaner. Das Video kommt am 1.11. raus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos ist noch nicht ganz klar, ob das Fahrzeug auch direkt am 1.11. verkauft wird. Das werden wir dann gemeinsam sehen. Falls ja, packe ich euch den Link zum Premium-Shop mit in die Videobeschreibung. Fangen wir am Anfang wie immer an mit der Kanone des Fahrzeugs. 205 auf der AP mit Fluggeschwindigkeit 972 Meter pro Sekunde. APCR Premium mit 255 PEN mit 1177 Meter pro Sekunde Fluggeschwindigkeit. Die HE-Granaten haben 45 PEN und die normalen Granaten ein Alpha von 240 und die HE, wenn sie durchschlägt, 320. Jetzt müssen wir uns kurz festhalten, die Genauigkeit oder eher die Ungenauigkeit der Kanone beträgt 0,42. Aber ich muss jetzt schon sagen, da könnt ihr ein bisschen beruhigt wieder sein. Meiner Erfahrung nach, die Kanone trifft trotzdem echt gut. Das liegt einfach daran, dass die Softstats der Kanone relativ gut sind. Und man spielt, das kann man auch schon mal vorweg sagen, das Ding eh nicht als Sniper. Von daher, ich habe keine Probleme mit der Kanone festgestellt. Warum Wargaming dem Ding so einen Wert gibt, ich weiß es nicht. Die Einzielzeit sehr gut für Tier 8 mit 1,9 Sekunden Stockwert. Und ein Stock-Reload von 7,6 Sekunden. Der Panzer lässt sich sehr gut an Hügelketten kämpfen mit ihm. Denn er hat 9 Grad Gun Depression. Das ist also relativ gut. Nicht super gut mit 10 Grad, aber 9 Grad. Damit lässt sich auf jeden Fall auch arbeiten. 380 Meter Stock-Sichtweite ist jetzt nicht so mega pralle auf Tier 8 im Medium-Vergleich, aber es ist immer noch in Ordnung. Und 1450 Hitpoints sind auch schon eher im oberen Mittelfeld bei den Mediums. Was ist noch das Problem bei dem Fahrzeug? Nun, es ist die Mobilität von 40 km pro Stunde Top-Speed, was echt schlecht ist für ein Medium auf Tier 8. Rückwärts 18 und er hat auch nur ein Leistungsgewicht von 13 PS pro Tonne. Also ihr seid als Medium immer der Letzte, der irgendwo ankommt. Damit seid ihr mit diesem Panzer ein klassischer Heavy-Medium-Hybrid. Das heißt, wenn ihr Top-Tier seid, könnt ihr auch durchaus mal die 6er oder 7er Heavys unterstützen, denn da funktioniert das Fahrzeug relativ gut. Kommen wir zur Panzerung. Wir haben ja gesehen, der hat vorne diese Schaufel dran und da kann ich euch jetzt schon sagen, ja, diese Schaufel ist auch Schottpanzerung. Die hat 30 mm und geht also dann quasi, wenn man die durchschlägt, wird die quasi von der Geschossdurchschlagskraft schon mal von der Granate abgezogen. Das heißt, er kommt in der Front mit der Wanne hinten dran auf effektive Werte, auf je nachdem, wo man trifft, von 200 bis 250 mm, wenn man gerade zu diesem Fahrzeug steht. Der Vorteil dieser Schaufel ist natürlich, wenn jemand einfach stumpf mit Heat auf eure Wanne schießt in der Front, dann könnt ihr davon ausgehen, dass derjenige dort keinen Schaden macht. Denn wir sehen es schon, der Abstand zur Wanne ist relativ groß. Ist also ein gutes Heatschild da vorne dran. Der Turm kommt ungefähr auf 200 bis 250 mm, wenn ihr frontal gerade zu ihm steht, an effektiven Panzerungswerten. Die Gunblende nochmal deutlich dicker. Die kann man also auch als Schottpanzerung werten. Der Schwachpunkt, ihr seht es, es ist nicht zu übersehen, ist die Kommandantenkuppel. Die kommt in der Front auf ungefähr 150 mm. Das heißt, Sechser haben da auch eine ganz gute Chance, euch zu durchschlagen. Vielleicht nicht mit jedem Schuss, aber alles ab Tier 7 und auch drüber pennt euch da relativ einfach. In der Seite kommt er je nachdem so auf 100 mm oder drunter. Das Heck am Turm 50, an der Wanne 40 bis 25 ungefähr und das Dach oder das Heck, der Heckaufbau hat nur 25 mm. Das heißt, wenn euch die Arti aufs Dach schießt oder hinten aufs Heck, tut's verdammt weh. Das sind so die Richtwerte zu diesem Panzer. Im allgemeinen Vergleich kann man jetzt sagen, er ist sehr langsam für ein Medium. Er hat mäßige okay-Pen-Werte, ne? Also das ist schon in Ordnung, aber es gibt deutlich bessere Fahrzeuge, auch Mediums in dem Bereich. Die Gun ist auf dem Papier ungenau, aber meine Erfahrung ist, sie trifft trotzdem relativ zuverlässig. Das liegt an den Softstats und auch der relativ guten Einzielzeit. Die Panzerung ist gut für Tier 8. Der Tarnwert ist schlecht für ein Medium auf Tier 8.
Hitpoints ist er ganz gut, Sichtweite ist er eher im unteren Bereich. Was baut man für Module in das Fahrzeug ein? Ein Ansetzer, Stabi-Optik sollte so grob die Wahl sein, was man in das Fahrzeug einbaut. Der Stabi vor allen Dingen auch nochmal, um das Fadenkreuz nicht so weit aufgehen zu lassen. Gerade bei der Ungenauigkeit ist das wichtig. Zur Mannschaft. Das Fahrzeug hat einen Kommandanten, Richtschützen, Fahrer, Ladeschütze. Und jetzt kommt das große Problem, warum der eigentlich zum Mannschaftslevel nicht wirklich gut geeignet ist. Der Funker ist auf dem Ladeschützen drauf. Damit eignet er sich vom grundsätzlichen Layout eigentlich nur für den Leo 1, den Leo PDA und den Indienpanzer. Bei denen hat man aber das Problem, dass der Funker auf dem Kommandanten sitzt. Also auch das funktioniert nicht so richtig hundertprozentig. Also ein Mannschaftsleveler eher so bedingt bis nicht möglich. Ist ein bisschen blöd, muss man sagen. Aber das scheint bei den amerikanischen Fahrzeugen wohl so zu sein. Also ursprungsamerikanischen Fahrzeugen, wie gesagt, das ist ein Medium der Deutschen im Spiel. Wofür eignet sich das Fahrzeug nun? Dadurch, dass ihr so langsam seid, seid ihr komplett auf die Supporterrolle begrenzt, denn ihr seid eh nirgendwo der Erste an irgendeinem Punkt zu Beginn des Gefechtes. Ihr habt auch keinen wirklichen Alpha, um groß zu traden, sondern ihr müsst gucken, wo ihr supporten könnt. Natürlich kann man, das habe ich ja schon gesagt, wenn ihr Top-Tier seid, mit den Heavys ein bisschen mitrollen, aber ihr müsst halt gucken, die Heavys haben immer noch mehr Alpha als ihr, dass ihr halt auf jeden Fall in den Feuerpausen eure Schüsse rauskriegt, dass ihr die Trades ordentlich macht. Die Panzerung ist gar nicht so schlecht, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Man muss halt nur aufpassen, wie gesagt, wenn aufs Dach oder hinten auf den Aufbau getroffen wird, dann tut's richtig weh. Die Herausforderung aufgrund der relativ schlechten Mobilität, also auch Drehgeschwindigkeit der Wanne, ist und halt auch Topspeed, dass man am Anfang der Runde wirklich schauen muss, wie sieht das Setup aus. Also so ähnlich wie auch schon beim Turtle letzte Woche, nur nicht ganz so schlimm. Aber man muss halt wirklich gucken, was sind für Panzerklassen dabei, wo geht die Party ab. Denn ihr habt das Problem, wenn ihr irgendwo hingefahren seid, ihr kommt dort nur relativ langsam wieder weg. Es ist wie gesagt nicht ganz so schlimm wie mit der Turtle, weil die ist halt wirklich, wirklich, wirklich schlecht, was Topspeed angeht. Aber ihr habt mit dem die ähnlichen Probleme, ne? Ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr das Gefecht am Anfang gut lest und ungefähr erahnen könnt, wo halt die Party abgeht, damit ihr nicht irgendwo im No Man's Land auf der Karte rumfahrt. Denn dann habt ihr wirklich ein Problem, dann braucht ihr sehr lange, bis ihr an den Ort der Party kommt. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie ihr euer Team dort am besten supporten könnt. Wie gesagt, Hold Down kann man den relativ gut spielen, auch wenn der halt diese Kommandantenkuppel hat, das Problem. Da muss man einfach in Bewegung bleiben, den Turm immer ein bisschen hin und her wickeln, um es einfach den Gegner schwer zu machen, dort zu treffen. Ich habe es ja letzte Woche beim Turtle auch angesprochen, Charakteristik von dem Panzer, nun, ja, er hat mit dem Räumschild halt was Besonderes, aber ansonsten, es ist so ein typischer Medium mit 42 Alpha, einer relativ schnell schießenden Kanone. Gut, er hat jetzt die schlechte Mobilität. Was sticht da im Gegensatz zu hervor? Im Grunde eigentlich nichts, außer dieses Räumschild. Es ist ein cooles Modell. Ob man diesen Panzer unbedingt braucht, würde ich sagen, nein. Auch hier muss man sagen, den muss man nicht unbedingt haben. Er macht schon Spaß, also ich habe mit ihm auch seine vernünftigen Runden gehabt. Aber bis auf das Modell ist es jetzt auch nichts weiter Besonderes, was den Panzer angeht. Von dem Udes werde ich nichts weiter sehen. Ich habe mich jetzt für die falsche Richtung entschieden. Ich hatte ein bisschen drauf spekuliert, dass der Udes über den Gletscher gefahren ist. Ist er nicht. Meine Teammates werden den gleich rausnehmen und damit geht die Runde hier auch gleich zu Ende. Hier sehen wir am Ende noch die Auswertung. Die Runde brachte eine erste Klasse, ein Schläger, ein Bombensicher, ein Wirkungsfeuer und ein Unterstützer. 2900 Damage, ein Kill, 1117 Basiserfahrungspunkte. Credits technisch nicht ganz so mega gut, weil gerade gegen den Super Pershing haben wir ein bisschen viel APCR gebraucht. Deswegen sind jetzt hier nur 21.900 Credits aus der Runde rausbekommen. Außerdem noch die Premium-Verbrauchsgüter, die hier gerade rabattiert sind mit 15.000 Credits. Insgesamt kann der schon Credits verdienen. Wir sehen auch hier 1.750 Schadenspunkte abgeprallt. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass der gegen gleichwertige Fahrzeuge und drunter auf jeden Fall gut bouncen kann. Wenn ihr jetzt natürlich gegen Zehner antretet, die euch einfach mit Heat durch den Turm knallen, dann habt ihr überhaupt keine Chance. Beziehungsweise wenn ihr den Turm an der Ridgeline nicht gut bewegt
und der Gegner euch immer zuverlässig durch die Kommandantenkuppel schießen kann, habt ihr natürlich auch ein Problem. Wenn ihr aber das so ein bisschen vermeiden könnt, dem Ganzen aus dem Weg gehen könnt, beziehungsweise euren Turm gut bewegt, dann funktioniert das relativ gut. Meine Erfahrung mit dem Panzer war jetzt auch schon mit der Turtle. Ich bin so viele Gefechte gefahren, ich habe nicht einmal Tier 9 oder Tier 8 gesehen. Also da der Punkt mit dem Matchmaking, klar, man hat schon mal die 10er Gefechte, sie sind deutlich weniger als früher und da muss man natürlich wirklich noch deutlich mehr gucken, wie man da sein Team unterstützen kann und dann sollte man sich eher auch in der zweiten Reihe als Unterstützungspanzer aufhalten, als vielleicht irgendwie jetzt gegen 6er da einfach voll drauf zu fahren. 1100 Unterstützungsschaden noch gemacht und am Ende mit Missions-Payout, den es ja gab, insgesamt 8548 Erfahrungspunkte. Ein ganz netter Panzer, mehr wie gesagt halt aber auch diesmal wieder nicht. Er passt ein bisschen besser ins Meta-Game, wie man so neudeutsch sagt, als die Turtle. Wenn ihr Mediums mögt, könnt ihr euch das Fahrzeug mal anschauen, aber man muss es wie gesagt auch nicht haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zum Panzer gerne mal in die Kommentare, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, nö, das ist mir zu langsam, das mag ich nicht. Lasst es mich wissen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und YouTube. Das sind Parzival, Kedö, Kulle, Krongsturm und 122er. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.